VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Groß-Asbach. An meiner Seite heute unser Cheftrainer Rico Schmidt und unser neuer Kapitän Clemens Schottenhauer. Rico, die Frage an dich: Wie sieht es mit dem Kader aus? Sind alle fit fürs Wochenende? Ja, servus an die angeschlossenen sozialen Medien. Ich begrüße euch, den Medienvertreter. Wie sieht es aus in Richtung morgen? Leider können wir nicht auf Patrick Funk zurückgreifen. Das macht zu morgen hin keinen Sinn. Er hat in dem Spiel München in der ersten Halbzeit und dann nochmal auch Richtung Ende der zweiten Halbzeit einen Schlag im Oberschenkelbereich bekommen. Ein sogenanntes Eisbein und ist nicht zu 100%, könnte vielleicht mit allem dazu tun, vielleicht auch später nicht zu 100% jetzt körperlich, dass er da befreit ist. Also da haben wir gemeinsam entschieden zu sagen, okay, wir haben gutes Personal zum Nachlegen, sehr gutes Personal. Und da heißt das für den Patrick, sich zu erholen, die Verletzung auszukurieren und in Richtung dann schon wieder nächste Woche, haben wir ja Mittwochabend dann hier zu Hause gegen Unterhaching, das haben wir uns zur Verfügung gestellt. Und genauso der Spieler Lemmel steht nicht zur Verfügung, hat sich im Spielersatztraining am Dienstagvormittag leider verletzt am Sprunggelenk. Und da macht es jetzt auch keinen Sinn, das jetzt zu provozieren, mit Tape oder mit Spritze anzuspritzen, weil natürlich dann immer auch die Gefahr ist, dass das sich verschlimmert, sodass der Nikola Sessa ins Aufgebot rückt und auch Joe Bühler, sodass wir dann entsprechend unseren Kader gesetzt haben für morgen. Die Jungs haben heute Vormittag gut trainiert, gute Atmosphäre gehabt auf dem Feld. Wir freuen uns auf das Spiel morgen Abend. Ich persönlich erstes Halbspiel als Trainer mit meinen Kollegen zusammen gegen Groß-Asbach, so ein gefühltes Derby. Und die Lockerheit brauchen wir, auch den Spaß. Das hat man auch heute gemerkt in der Mannschaft. Bei aller Intensität und bei der Konzentration und Fokussierung dann in den Aufgaben, das umzusetzen, brauchst du das trotz Tabellenbild, eben diese Lockerheit in den Aktionen. Das brauchen wir ja morgen Abend. Emotionalisiert sind wir alle dann, aber auch dann in entscheidenden Situationen, eine wichtige Situation, offensiv wie defensiv, dann trotzdem auch die Intuition laufen zu lassen und das Richtige in der richtigen Situation dann zu tun. Danke, Rico. Clemens, Frage an dich. Die SG Sonnenhof Groß-Asbach hat die letzten beiden Spiele, ja, ich würde schon fast sagen, überraschend gewonnen gegen Osnabrück und Würdingen. Wo siehst du die Stärken der Groß-Asbacher? Ja, also ich hallo erstmal auch in die Runde hier. Ich denke, dass die Groß-Asbacher nach vorne eine gute individuelle Klasse haben, dass sie auch eben gerade in der Umschaltaktion sehr schnell Akzente setzen können. Da müssen wir immer wach sein. Und dann denke ich auch, dass die gerade hinten in der Verteidigung mit ihren erfahrenen Leuten sicherlich schwer zu überwinden sein werden. Da müssen wir dann die Möglichkeiten, die sich uns bieten, eiskalt nutzen. Danke, Clemens. Dann können wir gleich reinstarten in die Fragerunde. Frau Schmidt, Sie haben gesagt, man hat sehr gute Alternativen, was Patrick Funk betrifft, auch Lukas Lemmel. Ist Mart Ristl erste Wahl oder denken Sie auch nur einen Sechser nach? Das ist noch nicht zu Ende gedacht. Ja, wir haben uns schon viele Bilder seit Dienstag angeschaut. Jetzt kommt ein Gegner Groß-Asbach. Clemens hat es schon mitgegeben. Ist eine sehr, sehr gute Fußballmannschaft, die jetzt für sich in den letzten zwei Wochen sich Luft verschafft hat durch die Erfolge in der Meisterschaft. Und da müssen wir, wenn ich Revue passieren lasse, den Blick nochmal ganz kurz nach hinten zu dem
Montagabendspiel. Wir brauchen für morgen die Balance, eine ausgewogene Balance zwischen dem Angriffsspiel. Wir sind die Heimmannschaft, wir wollen agieren, wir wollen das auch zeigen und gleich auch dokumentieren mit Aktionen, Chancen uns zu erspielen. Und zum anderen eben auch die Balance, die Defensivleistung. Das war ja am Montagabend in die Richtung Defensivleistung. Wir brauchen den Kopf oben, wir wollen nach vorne Fußball spielen, zielgerichtet Fußball spielen. Die eine oder andere Situation, die wir am Montagabend noch unterm Strich nicht gut ausgespielt haben, da gibt es so die eine oder andere Szene, das werden wir uns vornehmen, morgen besser zu machen. Wie es Clemens gesagt hat, auch viele Chancen generieren, Stress entwickeln bei der gegnerischen Abwehr und trotzdem wach sein, aufmerksam sein in der Rückverteidigung, in der Rücksicherung und schlussendlich auch konsequenter agieren wie vorne. Tolles Tor geschossen, Schnelli hat lange nicht getroffen, ist gut drauf, aber auch hinten in einer anderen Situation, weil Groß Asbach ist eben eine gute Umschaltmannschaft, das kennen wir mit den Spielern und da eben wach sein, aufmerksam sein. Aber es geht 19 Uhr, wollen wir loslegen, freue ich mich schon drauf und wir brauchen unser Publikum dazu, unsere Fans, dass die hinter uns stehen, hinter der Mannschaft, die braucht absolutes Vertrauen und dass der Funke auch überspringt. Das ist ein Derby hier in Württemberg und das wollen wir natürlich auch entsprechend annehmen. Sie haben gesagt, die Defensivleistung war im Fokus am Montag, das heißt, Sie werden mehr Risiko gehen. Es ist ja die Ausgewogenheit, die wir brauchen. Ja. Das Risiko wollten wir auch am Montagabend gehen, aber wir haben es schlussendlich dann so in Summe nicht geschafft, die eine oder andere Eroberung eben nach vorne zu tragen, nicht günstige, ungünstige Entscheidungen getroffen und das gilt halt morgen wieder mitzunehmen gegen wieder ein anderes Profil an Gegner. Wir sind, wie gesagt, die Heimmannschaft und das wollen wir eben zeigen ab 19 Uhr. Das eben zu agieren, nicht nur zu reagieren, was der Gegner macht, sondern selber zu agieren, vorzugeben und diesen Stress auch zu entwickeln, in den Linien, im Enddrittel, in die Box rein, Abschlüsse generieren und auch den Gegner natürlich massiv zu Fehler zwingen. Es war ja wenig Zeit zum Trainieren auch und Sie hatten ja auch gesagt, diese mentale Frische ist dann auch enorm wichtig in so einem Zeitraum. Trotzdem, wie ist denn der Konkurrenzkampf gerade, dadurch, dass er neu entfacht wurde, durch die neue Trainersituation? Hat sich das weiter verschärft? Was es schwerer für Sie dann macht in der Auswahl? Ja, der Konkurrenzkampf ist da. Das habe ich in den Einheiten vor dem Münchenspiel wahrgenommen, dass nochmal in Ruck gespürt wurde. Ich selber gespürt habe, dass sich jeder anbietet. Das ist in so einer Situation ja. Das ist auch zu erwarten, ja, dass dann auch alle Spieler sich zeigen wollen. Und das gilt halt jetzt, und das hat uns ja in der Nachbetrachtung, Vorbetrachtung für morgen, hier dort das Überengagement, diese Hektik, etwas mehr Ruhe ins Spiel zu bringen. Und der Konkurrenzkampf, den haben wir auf der Position offensiv. Ja, da sind wir gut aufgestellt, auch für morgen Abend. Im Zentrum, Mittelfeld, auch in der Verteidigung, um den weiter auch auszubauen. Es sind jetzt eben noch enge Tage, enge Wochen oder eine enge Woche noch mit drei Spielen innerhalb von 8 Tagen. Und da ist eben ein Spieler wie Patrick Schor, der heute nicht dabei ist, oder Spieler Saar, für morgen nicht berücksichtigt. Aber jeder wird gebraucht. Das klingt zwar aktuell so wie eine Floskel, ist aber keine Floskel, weil es nicht enge und sind harte Matches, wo wir alles abverlangen müssen von uns selbst, als Mannschaft, jeder einzelne Spieler und zum anderen auch eben, wie wir es jetzt haben, mit Funk oder mit Level, wird es den einen oder anderen Einschlag geben und das gilt es halt dann auch wiederum mitzunehmen und aufzufüllen. Patrick Funk und Marian Saar waren es bislang gewohnt im Kader zu stehen. Wie haben Sie reagiert? Haben Sie Verständnis? Akzeptieren Sie die Entscheidung oder ist es eher schwierig für Sie? Ja. Marian Saar und Patrick Schopp. Ja, es ist, wir sind kommunikativ, es gibt aber dann auch einen Punkt, wo das auch aufgenommen werden muss und
ich muss das jetzt nicht groß kommentieren und erklären, sondern schlussendlich dann auch wieder eine positive Reaktion zeigen. Und die habe ich auch gesehen, auch die Tage, auch am Dienstag, auch heute. Und die werde ich auch am Samstagvormittag sehen, wenn wir uns wieder treffen. Und das gehört auch mit dazu. Und es wird auch die Zeit wieder von Patrick kommen oder von Marian. Und dass auch die Jungs dann noch mehr teilhaben können am mannschaftlichen Erfolg. Macht es für Sie so kurz nach Amtsantritt schwieriger, dass es gleich eine englische Woche kommt, dass Sie keine Zeit haben zum Trainieren, zum Arbeiten mit der Mannschaft, oder spielt es keine Rolle? Nee, das ist nochmal umso besser. Ja. Also sowohl als auch. Aber jetzt ist es ja so, wie es ist. Und wir haben eben auch für die Spieler, können wir auch nochmal einen Lebensnamen der Mannschaft auch fragen. Also ich als Trainer, da hast du auch weniger Zeit zum Nachdenken. Das sind die Fakten auf dem Tisch. Wettspiel, Wettbewerb. Mannschaft, Idee entwickeln, Spielidee, wie können wir einen Gegner knacken, was brauchen wir, was nehmen wir aus dem letzten Spiel mit, und dann geht es schon wieder los in die Arena. Und nicht groß 8 Tage oder 10 Tage trainieren und dann machst du noch das und das und das und das, sondern in kürzerer Zeit liefern und Punkte kämpfen. Ich lege jetzt an die Frage auch an dich, ist es besser viel zu spielen gerade, oder ist die Belastung gerade in der Situation schwieriger? Nee, ich denke, dass das gut für uns ist, dass wir viel spielen, dass wir, wie der Trainer schon gesagt hat, nicht so viel drüber nachdenken können, sondern jetzt gilt es, den Mund abputzen und sich auf morgen zu fokussieren und zu konzentrieren. Und dann müssen wir unsere Hausaufgaben machen und von Spiel zu Spiel weiter schauen. Herr Schmidt, jetzt hatten Sie ja wirklich wenig Zeit und auch wahrscheinlich weniger Zeit für eine Analyse des Gegners. Was ist dieses Besondere an Rosasbach? Ja, ins Detail gehen wir da jetzt nicht ein. Kann ja nur mitgeben, standen ja auch, sagen wir, tabellarisch und schon auch unter Druck, und sie haben das geschafft. Und das spricht für die Mannschaftsleistung, für meinen Trainerkollegen, das gemeinsam geschafft haben in den letzten 14 Tagen. So gefühlte Big Points gegen Top-Mannschaften, da kriegst du ja nochmal eine breitere Brust, wenn du in Osnabrück gewinnst. Druck da, und dann schießt du die wichtigen Tore auch in so einer Atmosphäre, in einem Abendspiel. Und jetzt letzten Samstag gegen Uerdingen, ist auch eine absolute Top-Mannschaft der Liga. Wenn du da 6 Punkte holst, hast du eine FIFA Geld gemacht. Und das werden sie natürlich auch zeigen morgen Abend. Ja, mit dieser breiten Brust und einem Selbstverständnis und mit einer gewissen Sicherheit, die uns aktuell, ja, die suchen wir noch, die Sicherheit, ja, also auch dieses Erfolgserlebnis hier zu Hause zu gewinnen zu können. Und daran setzen wir alles, auch mental, von der Einstellung her. Und schlussendlich dann ab 19 Uhr geht's los. Und da wird gerattert. Und eben auch zu zeigen, wir wollen das Spiel gewinnen und wir können auch das Spiel gewinnen. Ja. Brauchen wir den Glauben an uns selbst. Und glauben auch unserer Fans, unseres Publikums, unserer Sponsoren, die uns nicht nur die Daumen drücken, sondern auch so auch mitfiebern. Auch vielleicht, wenn man Ball ins Ausgeht, all diese Sachen, die morgen Abend auch genau passieren können, dran zu bleiben. Wir haben 90 Minuten Zeit, weitermachen und das Spiel zu gewinnen. Und das auch zu dokumentieren. Wir wollen das Spiel. Clemens, diese späten Tore, Ihre wiederkehrenden späten Tore. Wie nimmt man das in der Mannschaft aus? Was kannst du dagegen machen? Wie kann man da Einfluss nehmen, dass es endlich aufhört? Ich denke, zum einen sind diese Tore, die fallen, immer irgendwo eine Fehlerkette, die passiert. Wir sprechen es an, nicht nur mit dem Trainer, auch innerhalb der Mannschaft wird darüber diskutiert, was ich sehr positiv aufnehme, dass da konstruktiv wirklich darüber gesprochen wird. Da nimmt sich auch keiner raus, und dann gilt es einfach auch, diese Fehler dann abzustellen und eben nicht zu wiederholen. Und ist auch müßig, da jetzt irgendwie drüber zu reden, ob das ein Kopfding ist. Das kann ich verneinen. Also ist jetzt passiert, machen wir jetzt einen Haken hinter und gehen das nächste Spiel an. Ja, Clemens, jetzt bist du ja Kapitän. Was bedeutet das für dich zum einen und zum anderen in dieser Situation? Das ist ja schon prekär. Ist das eine besondere Verantwortung, die du da trägst oder spürst?
Verantwortung, denke ich, sollte jeder auf dem Platz übernehmen. Das ist auch vollkommen egal, ob da jetzt jemand die Binde trägt oder nicht trägt. Ich finde, das Paradebeispiel war da auch Bernes, letzten Montag jetzt. Also was der da für eine Leistung gezeigt hat, war klasse, kann man nicht anders sagen. Und so wird das dann auch, so fordere ich das zumindest von jedem anderen ein, dass da einfach die Leistung gebracht wird und jeder jeden mitzieht. Und wie gesagt, für mich ist es natürlich eine Ehre, diese Verantwortung tragen zu dürfen. Aber es ist jetzt nicht ausschlaggebend, wer diese Verantwortung trägt, weil wir als Team einfach auftreten müssen. Da muss jeder jeden fordern. Herr Schmidt, Sie waren als gegnerischer Trainer schon hier in der Ostalb-Arena. Welche Erinnerungen haben Sie denn an diese Arena? Ganz spontan. Mit Aue kann ich mich jetzt nicht mehr ganz so erinnern, aber ich kann mich an ein Abendspiel erinnern, wo Aydemir in der 80. Minute den Sonntagsschuss zum 1:1 verwertet hat. Und das war in der Saison 2017, oder was, im September war das, glaube ich. Und dann noch das erste oder zweite Spiel der Saison 2018, wo wir 2017-18, ja, wo wir ja 1:2 verloren haben. Zweimal brutal ist ausgekontert, wurden von Morris, Wegkamp und Lisa Leisen. Damals. Ich habe noch eine Frage. Es soll ja Freibier geben, um das Publikum anzulocken. Haben Sie das schon gehört? Ja, so am Rande, aber wenn Sie das jetzt so mitgeben, um nochmal geschmeidig zu machen, alle gemeinsam, ja. Okay, sehr gut, sehr gute Maßnahme. Ja, ich denke, es passt auch von den Witterungsverhältnissen her, dass es keinen Glühwein gibt, ja, bei Plusgraden, da werden glühen ja meine Hände. Das ist da, also das zeigt ja auch, dass der Verein, alle Beteiligten, Mitarbeiter, Geschäftsstelle, Marketing und Vorstand, und jeder hat noch eine gute Idee, um das zu mobilisieren, aber wir alle brauchen. Alle brauchen morgen Abend vor allen Dingen, dass es losgeht, und so eine Maßnahme sehr, sehr ordentlich. Natürlich immer auch, kann ich nur noch mal appellieren hier von vorne, dass es dann anfeuern, ja, Power, ja, von der ersten Minute, aber dass der Alkohol dann nicht ganz so wilde im Kopf rumspukt, ne, also ein paar Dinge machen. Müssen wir alle worüber sprechen. Ne? Wenn die Mannschaft erfolgreich ist, gönnt der Trainer den Spielern auch ein Bierchen. Ja, das ist, was man gewinnen leisten. Liefern, ja, gierig sein, dranbleiben und das Spiel gewinnen wollen, das wird eine ganz schwere Aufgabe gegen einen guten, sehr guten Gegner. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Ja, dann hoffen wir, dass so viele wie möglich ins Stadion kommen. Ja, es gibt Freibier von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Magenta Sport überträgt ab 18.30 Uhr live. Und auf unserer Homepage gibt es wie immer einen Live-Ticker. Dankeschön. VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services.